Was geht ab, Leute, und willkommen wieder bei Nico. Ja, Leute, auf ein letztes Mal im Jahr 2016. Wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, im Titel geht es heute um den wahrscheinlich besten Doppelapfeltabak, der zurzeit auf dem Markt ist. Ich freue mich, dass ihr nochmal eingeschaltet habt, ja, kurz vor dem Neujahr. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit dem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hinten mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid und bis gleich. Ja, Freunde, der wahrscheinlich beste Doppelapfeltabak auf dem Markt, als ich das gehört habe, ja, ich blende euch mal die OVP, den Schnitt und die Feuchtigkeit von dem besten Doppelapfeltabak ein, habe ich erstmal so reagiert wie das Abschreckbild, ja. Also ich dachte mir, nein, nicht schon wieder. Ihr wisst ja, ich habe vor 2-3 Wochen, glaube ich, den Alfacher Doppelapfel vorgestellt. Ich muss sagen, es ist einfach der Tabak, den man immer so früher als erstes geraucht hat in seiner Pfeife mit Selbstzünderkohle und es war einfach widerlich und deswegen muss ich sagen, habe ich nie Doppelapfel geraucht. Ich war nie ein Fan davon. Ich muss aber sagen, jetzt nicht von Anis. Also Anis mag ich in Kombination mit anderen Geschmäckern, wie zum Beispiel bei Ottermann der Fresh Apple. Der schmeckt richtig geil, weil da einfach die Anisnote nicht so krass, stark, intensiv ist. Ja, also dann kam dieser Alfacher Doppelapfel, der war mir einfach zu heavy. Ja, den konnte ich nur rauchen nach 40 Minuten oder am Prime anrauchen. Da ging es für mich, aber ansonsten zwischendrin war mir einfach diese Anisnote zu krass. Jetzt hat Amy Gold, wie ihr es gerade gesehen habt, den Golden Twins rausgebracht. Wie ihr es gewohnt seid von Amy seit Ende 2016, kosten 200 Gramm 17,90 und hier sind schon so ganz süß zwei goldene Weihnachtskugeln abgebildet. Das sollen wahrscheinlich der Doppelapfel sein, ne? Zwei Äpfel, die vergoldet sind, weil es der beste Doppelapfeltabak sein soll. Ja? Das Ganze soll in die Richtung Al-Nakla gehen. Ja? Ich muss ehrlich sein, ich habe noch nie einen Nakla Doppelapfel geraucht, ja, geschweige denn was anderes. Mein Alfacher Doppelapfel war mein erster Doppelapfel, den ich mir gekauft habe. Schnitt und Feuchtigkeit habt ihr gerade gesehen, da könnt ihr euch euer eigenes Bild von machen. Und ich würde sagen, wir riechen einfach mal dem Ganzen nach, was es riechen soll oder nach was es riecht, ja. Ja, Freunde, ich muss sagen, ich bin echt überrascht, ja. Da muss ich gleich nochmal riechen, ich bin echt überrascht. Denn das Ganze riecht eigentlich gar nicht nach Doppelapfel, ja. Als ich die Dose das erste Mal so aufgemacht habe, dachte ich mir, das ist ein neuer Weihnachtstabak, ja. Golden Twins passt auch ganz gut mit diesen goldenen Weihnachtskugeln. Das Ganze riecht mega süß. Ja, süß, leicht säuerlich. Und die Anisnote vielleicht ganz minimal im Hintergrund, ja. Ganz, ganz minimal im Hintergrund. Ich muss sagen, wenn es so schmeckt, kann ich ihn bestimmt rauchen. Ich habe gerade die Kohlen reingetan. Wir gucken mal, ob das Ganze schon qualmt. Nicht, dass mir hier schon der ganze Tabak abfackelt, weil ich nicht dran ziehe. Yo, Leute. Rauch. Also, ihr habt es gesehen, muss man nichts mehr sagen. Und ja. Also, im Geschmack, Leute, beim Rauchen verfliegt so dieses ganze Weihnachtliche, was ihr gerade rausgerochen habt aus der Dose. Ihr habt hier wieder echt einen Doppelapfeltabak, der aber echt so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Also ihr habt hier auf jeden Fall wieder so Anis drin, aber nicht so überkrasses. Also nicht so ein krasses Anis wie beim Alfacher, ja, sondern einfach so ein, ich weiß nicht. Wie beschreibt man Lakritze, die gut schmeckt? Ja, also wie beschreibt man diesen Anis, der gut schmeckt? Beim Ausatmen habt ihr als erstes so eine Süße im Mund, ja? Gefolgt sofort von diesem Anis-Geschmack, also von dem Lakritz-Geschmack, der sich aber in Grenzen hält, Leute. Also ich muss sagen, ich feiere Doppelapfel nur ab und zu, nachdem ich die Dose Alfacher geraucht habe, ja? Davor mochte ich es gar nicht. Jetzt muss ich sagen, kann ich es ab und zu echt gut abhaben. Aber ich muss sagen, der lässt sich echt gut rauchen. Also ich bin überrascht, ja. An die ganzen Lakritz-Freunde da draußen, für euch kann das auf jeden Fall was sein, ja. Legt ihn euch mal zu, schreibt mir mal in die Kommentare, ob er euch schmeckt oder nicht.
Das Ganze soll, wie gesagt, in die Richtung Al-Nakla gehen, nur ein bisschen anders dann noch, ein bisschen besser anscheinend. Ob er das schafft, können nur Doppelapfel-Experten sagen. Ja, ich kann euch nur meine Meinung abgeben. Ich kann euch sagen, man kann den Tabak rauchen, ja, auch wenn man kein Lakritz-Fan ist. Man kann ihn rauchen. Die Lakritz-Note oder diese, besser gesagt, die Sanis-Note ist nicht zu extrem. Ja. Ja, ich werde wahrscheinlich trotzdem kein Fan von purem Doppelapfeltabak, muss ich sagen. Aber wie gesagt, man kann es rauchen. Ich würde sagen, ihr zieht euch mal den Tabak rein, falls ihr interessiert seid. Ansonsten, Leute, kauft euch was Babsüßes, was Fruchtiges. Ja, euch ist es selber überlassen, ob ihr ihn kaufen wollt oder nicht. Ja, ich gebe jetzt da meine Meinung mal nicht ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Rutsch, Leute. 2017 dürft ihr euch auf einiges freuen, auf einiges gespannt sein. Ich habe da vieles geplant. Lasst euch einfach mal überraschen und ich kann mich nur bei euch bedanken für euren super Support 2016, besonders so in den letzten 3 Monaten, also was da passiert ist auf meinem Kanal, wie der explodiert ist, das ist ja nicht mehr schön gewesen. Ich glaube, ich habe, alles klar, ich glaube, ich habe das Doppelte an Abonnenten dazu bekommen, was ich davor hatte, was einfach für mich echt unfassbar war, ja, also ich kann mich nicht genug für euren Support bedanken, für alle, die immer wieder am Stissel sind in den Kommentaren, die mir immer wieder ihren Support zeigen mit einem Däumchen nach oben oder wie auch immer, die mich auf Snapchat verfolgen, mir Bilder schicken, wenn sie eine Pfeife am Smoken haben. Deswegen, Leute, wünsche ich euch einfach einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr rein, wir sehen uns dann nächstes Jahr und ihr wisst Bescheid, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit dem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hinten mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid, guten Rauch euch da draußen und bis dann, Leute, ciao.